Schön, dass Sie zum sechsten Modul des MOOC Musikdidaktische Konzeptionen eingeschaltet haben. In dieser Folge werden wir uns einem aktuellen Prinzip des Musikunterrichts zuwenden, dem aufbauenden Musikunterricht. Dabei werde ich verschiedene Autoren und Ideen vorstellen, damit Sie nachvollziehen können, wie die Konzeption entstanden ist und was sie auch heute noch auszeichnet. Dafür werde ich, wie Sie das ja inzwischen schon gewohnt sind, an einigen Stellen etwas weiter ausholen, denn auch der aufbauende Musikunterricht ist natürlich nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern hatte seinen spezifischen Entstehungszusammenhang. Zunächst stelle ich die Perspektiven von Wilfried Gruhn auf eine theoretische Grundlegung des Musikunterrichts vor. Danach werden wir uns kurz der Kompetenzdebatte zuwenden, sowohl in der allgemeinen Erziehungswissenschaft als auch in der Musikpädagogik. Denn der Kompetenzbegriff ist auch für den aufbauenden Musikunterricht wichtig. Die Vorstellung der Konzeption folgt danach im dritten Teil, bevor wir im vierten Teil verschiedene Schulbücher anschauen, die sich mehr oder weniger ausdrücklich auf den aufbauenden Musikunterricht beziehen. Natürlich gab und gibt es auch zur Konzeption des aufbauenden Musikunterrichts kritische Stimmen aus der Musikpädagogik, denen wir uns im letzten Teil zuwenden.